Zusammenfassung. Die Kombination von heute. Da. Grundschritt. Bis hier. Und offenes Ende. Kammer, was auch immer. 3, 4, 5. Rückseite vor. Was auch immer. Aber wie haben wir die Stunde angefangen? Eigentlich der Grundschritt war die Aufwärmung. Und besonders der Schritt zur Seite. Schritt zur Seite. Da. Und dann erst den Schritt machen. Warum haben wir darüber gesprochen? Weil wir vermeiden wollen, dass das Bein so durchgestreckt ist, mit dem Fußgelenk auch gestreckt, so verspannt. Wir wollen das. So, das ist, was wir wollen. Das sieht einfach nicht schön aus. Da. Also erstmal Projektion. Und ab hier drücken wir uns ab und machen wir den Schritt. Mit dem freien Bein genau das gleiche. Hier, Fußgelenk so und nicht so. Dann, gekreuztes System. Vorbereitung, Schritt. Gewicht wechseln, gekreuztes System. Da war die Frage, soll ich Ferserspitze oder Spitze-Ferser gehen? Beide sind möglich. Eher würde ich sagen, 80% meines Tanzes ist immer Ferserspitze. Aber es gibt manche Ausnahmen, so wie die Ausnahme hier, wo ich bevorzuge, da eine Andeutung mit der Spitze zu machen. Ab hier die Projektion, ein bisschen weiter, und dann Ferse, Spitze. Aber in dem Moment, ich denke, ist es schön. Das ist etwas, was ich zum Beispiel, wenn wir gehen, wenn wir nur einen Seitschritt machen, Gewicht wechseln und gehen, ich kann da nicht wirklich vorbereiten, also dass ich den Impuls zuerst gehe, weil der Weg blockiert ist. Aber bei gekreuzten System ist viel leichter. Weil die Spur ist einfach frei. Dann kann ich mich einfach vorbereiten. Und dann war das interessant. Jetzt eine Verziehung für die Damen. Die sieht wie aus? Also, genau. Den Impuls kriege ich vom Herrn. Und das kann ich freiwillig machen, indem ich über die Außenkante zur Innenkante gehe und den Fuß wieder reinnehme. Also Impuls, Außen, Innen. Zusammen. Dafür, der Mann sollte bitte den Absatz nicht blockieren. Wenn der Absatz blockiert ist, sie kann das trotzdem machen, aber sie kann nicht drehen und ihre Füße bleiben irgendwie so. Das wollen wir ja nicht. Was wollen wir? So wie ich schon ein paar Mal gezeigt habe, wir wollen, dass das hier frei bleibt. Genau. Damit das drehen kann. Also wenn ich das blockiere, geht das nicht. Das soll frei bleiben. Frei. Dann kriege ich die Fersen zusammen in der Parade. Und jetzt die Frage, wie führt der Mann sowas? Die Antwort, der Mann führt das gar nicht. Der Mann kann nur den Planeo führen und sogar nur den Vorschlag für den Planeo. Aber mehr kann ich nicht machen. Ich kann wirklich nicht das Bein stricken, so, ich mach das, das kann ich nicht. Also ich kann nur ein bisschen runtergehen. 2, 3, 4, 5, ein bisschen runter. Okay? Wo spürt sie das runter? Hier, hier, hier. Alles, von allem ein bisschen. Ich soll auf keinen Fall drücken, so, sondern es soll nur ein... Sie soll das irgendwie mitbekommen vom ganzen Körper. Wie wir schon mal gesprochen haben, es gibt eine physische Führung und es gibt eine psychologische Führung. Wir wollen eigentlich mehr als ihren Körper bewegen, wir wollen ihre Gedanken kontrollieren. Wie mache ich, dass sie zum Beispiel daran denkt und den Schritt macht, ohne dass ich den Schritt mache? Das ist genau das Gleiche hier. Kreuz, wie mache ich, dass sie das macht? Nach unten, mit dem ganzen Körper. Die Hände vermitteln auch die Bewegung ein bisschen. Okay? Aber es ist alles nur, wie gesagt, ein kleiner Impuls. Ein kleiner Impuls. Also ich kriege ein Gefühl, dass es groß wird für mich. Eine große Bewegung. Dass ich Zeit habe und ich denke, ich könnte was machen. Ich muss mich nicht beeilen. Das gibt mir Platz, weil wenn es nach unten geht, kriege ich einen großen Kreis. Da war noch die Frage, sollte man beim Kreuzen, soll er zuerst
einen Puls für einen Schritt geben und dann das machen. Theoretisch kann man das auch so führen. Ich habe das selbst vor ein paar Jahren auch so gemacht. Nicht. Warum nicht? Obwohl das eine mechanische, logische Führung ist, das wäre sehr gut für eine Frau, die nicht tanzen kann. Und ehrlich gesagt, wir bevorzugen in unserer Universitango-Schule, wir bevorzugen, dass die Frau auch lernt, wie aus jeder Bewegung und aus jeder Führung Tango draus zu machen. Und nicht tanzen, als ob sie keine Ahnung hätte. Wenn wir überlegen ein bisschen, diese gekreuzte Position, wenn der Mann schon etwas so nach unten führt, was könnte das bedeuten? Könnte, also ich meine, dieses Bein wird frei, könnte zum Beispiel das sein? Das ist irgendwie nicht so Tango-like. Also, ich denke, das Einzige, das sein könnte, wäre das. Oder zumindest eine Frau, die tanzen kann, würde so reagieren. Also, es ist praktischer, dass wir nicht nur lernen, wie führen, sondern sie, wie tanzen, mehr als folgen, tanzen. Letzter Teil. Jetzt. Rückseite vor, so in jeder Stunde. Und hier führe ich sie ein 8 vorwärts und ich mache ein 8 rückwärts. Da. Hier muss ich aufpassen, dass unsere Oberkörper immer leicht zueinander rotiert sind. So extrem empfehle ich das auch nicht. Aber so. Hier wiederholen wir die Sequenz mit einem Wechselschritt da vorne. Und nochmal. Das können wir selbstverständlich auch mit einer Verziehung machen. Verziehung und dann Schritt. Rückseite. Vor Verziehung und Schritt. Wann mache ich meinen Schritt, mein Pivot rückwärts? Nachdem sie ihren Ocho vorwärts angefangen hat. Falls sie aus irgendeinem Grund das nicht verstanden hat und ich mache das trotzdem, dann verlieren wir die Umarmung, verlieren wir einfach unsere Haltung, den Tanz, alles. Ich muss sicher sein, dass sie das verstanden hat. Wenn sie dabei ist zu drehen, okay, dann mache ich meine Sache.